Die Belarussen sind ein russisches Volk. Wir werden in dieser Durchsicht der Begriffe über drei russische Völker sprechen. Ihren eigenen Ursprung führen die Belarussen, ähnlich wie die Russländer und Ukrainer, auf die Kiewer Rus, auf die wir auch hier eingehen werden, zurück. Die Belarussen leiten ihre Staatsgeschichte vom mittelalterlichen Fürstentum Polotsk, das ist in etwa im Zentrum des heutigen Staates Belarus. Dieses Fürstentum war ein Teil des Reiches der Kiewer Rus gewesen und dem Großfürstentum Litauen. Großfürstentum Litauen war im 14. Jahrhundert das größte Land Europas. Historisch bedingt finden sich auch im Nordosten Polens, in Litauen, also nördlich von Belarus, in der Nordukraine und im Westen Russlands, dort vorwiegend im Gebiet Smolensk, geschlossene belarussische Minderheiten. Auch viele Belarussen leben inzwischen, also das ist die Emigration speziell der letzten Jahre nach 2020, also es gibt ganz sicher einige zigtausend in Deutschland, so um 100.000 neue, also Emigranten sind nach Polen gekommen und recht lange, schon seit dem Zweiten Weltkrieg, leben einige zigtausend in den Vereinigten Staaten. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass Belarussen ein russisches Volk sind, neben den Russländern und den Ukrainern. Dann haben wir die Großrussen. Die Großrussen, das ist ein Begriff für das russische Volk, neben den Belarussen und den Ukrainern, das die nordöstlichen Gebiete der Rus besiedelt. Also dieses mittelalterlichen russischen Großreiches, das hier noch gezeigt wird mit seinen Grenzen. Im Mittelalter gab es großrussische Fürstentümer wie Nowgorod, Wladimir Suzdal oder Moskau. Lange wurden die Großrussen Moskowiter genannt. Seit dem 18. Jahrhundert werden sie als Russländer oder in Deutschland häufiger, dafür aber unpräzise und verwirrend als Russen bezeichnet. Verstehen wir das? Das, wo heute die Russen leben, wie wir sagen, das ist dieses Gebiet nordöstlich von, also nordöstliches Gebiet Europas, das war früher Moskau und die Leute, die dort wohnten, wurden Moskowiter genannt. Anfang oder ja, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben sie sich umbenannt. Das heißt, der russländische Zar oder der Moskowiter Zar, damals schon Petersburger Zar, weil er seine Hauptstadt verlegte. Jedenfalls der russländische Zar Peter der Große hat sein Land Russland genannt. Also und zwar ganz genau russländisches Imperium hat er es genannt. Und seitdem benutzen wir das sowohl die Russen benutzen den Begriff Russländer, als auch sollte man grundsätzlich auch im Westen nicht von Russen oder in Deutschland, sondern von Russländern sprechen. Das würde uns auch sehr erleichtern, die Erklärung der Zusammenhänge zwischen den drei russischen Völkern, eben den Russländern, den Ukrainern oder den Belarussen, die alle nochmals, ich weiß, dass ich mich zum siebten Mal wiederhole, Russen sind.
Also jeder Russländer ist ein Russe, nicht jeder Russe ist ein Russländer. Ja, also wenn man das sprachlich begreift, kann man das auch, kann man auch den Sachverhalt richtig beschreiben und man kann vielleicht auch zu begreifen beginnen, warum Putin sagt, dass die Ukrainer kein Volk oder keine Nation sind. Ja? Weil er glaubt, dass die Rolle der Russländer ist, zu dominieren in der, unter den russischen Völkern. Ja? Und da kann es bitte. Was ist dann eigentlich der Grund dafür, dass es überhaupt angefangen wurde, in Deutschland von den Russen zu reden? Das ist, und was meinen Sie? Man redet immer so, wie die Starken es vorgeben. Ja? Und deshalb machen wir die Vorlesung auf diesem Kenntnisniveau. Weil die Ukrainer sich gemeldet haben und gegen die Starken. Wenn sie 200 Jahre lang nicht existieren im Bewusstsein anderer Völker, so wie die Belarussen heute, ja, dann ist es so. Ja, also das heißt, man gewöhnt sich dran. Es ist einfach, es ist einfacher. Und dann kommen auch Interessen. Also, weil, also selbstverständlich agiert man mit denjenigen, die herrschen, nicht mit denjenigen, die beherrscht werden. Es sei denn, man führt Krieg gegen die Herrschenden. So haben die Nationalsozialisten zum Beispiel, die Belarussen, ganz korrekt Weißruthenen genannt, weil sie einen Krieg gegen die Sowjetunion, ergo Russland, geführt haben. Dann wollten sie die Selbstständigkeit der Belarussen als eines russischen Volkes, aber nochmals mit eigener Geschichte und so weiter, hervorheben. Die Bundesrepublik ist nicht so weit. Die Bundesrepublik empfiehlt die Benutzung des Wortes Weißrussland. Das ist traurig, aber das gehört auch zum Politikwissenschaft zu begreifen, dass es die Realität gibt, um die auch rhetorisch gekämpft wird und mit rhetorischen Mitteln. Die Russen, die sich selbst Russländer nennen, Rossianer und nicht Russkie, russische, also russische Leute, haben in Berlin auf der Botschaft die Tafel, die Botschaft der Russischen Föderation und nicht der Russländischen. Das ist selbstverständlich viel besser für sie, diesen Anspruch im Namen auch zu betonen auf die Vorherrschaft, zumindest Vorherrschaft, unter den russischen Völkern. Ja, das ist also eine kurze, lange, kurze Frage und jetzt die kurze Antwort. Man agiert mit Starken in Politik und nicht mit Unterdrückten oder den Schwachen. Kleinrussen, ein weiterer Begriff, aus dem russländischen Kulturraum kommende Bezeichnung für die Ukrainer. Aus dem russländischen Kulturraum, das heißt aus Russland kommende Bezeichnung für die Ukrainer, die ihre ethnische Bindung an die Russen unterstreichen soll. Denn die Russen selbst definieren sich als Großrussen und die Ukrainer sind die Russländer selbst, ja, als Großrussen. Die Ukrainer sind in ihrer Sicht Kleinrussen. Unabhängig davon wurde seit dem 14. Jahrhundert der Terminus Malorus, also der Kleinrusse, zur Bezeichnung der südwestlichen Gebiete der Rus verwendet. Also dieser Begriff, und hier haben wir die Rus, ja, südwestlich, das wurde schon im Mittelalter, im 14. Jahrhundert, Kleinrus genannt. Das heißt, der Begriff der Kleinrussen hat sowohl historische Basis, allerdings sehr, sehr alte Basis, als auch wird gerne von Russland benutzt, von den russischen Entscheidungsträgern, weil es eine Hierarchie zwischen Groß- und Kleinrussen zumindest anspricht, zumindest für den Westen ist es gut. Ja, also da tut man nichts historisch Falsches, der Begriff wurde nicht erfunden, man sagt nur, und man benutzt diesen schon historisch
verwurzelten Begriff. Es gibt auch Ukrainer, die nichts dagegen haben, Kleinrussen genannt zu werden. Ja, weil das sozusagen historisch ein gängiger Begriff ist, der nicht unbedingt, also diese Überlegenheit, also nicht für alle, diese Überlegenheit der Großrussen mitträgt. Und dann haben wir die Russen als Sammelbegriff für die russischen Völker. Ich zähle hier drei auf, aber es gibt vier russische Völker. Also Belarussen, Russländer und Ukrainer, auch mit anderen Namen, also als Großrussen und kleine Russen, das sind werden Synonym, können Synonym benutzt werden. Das vierte Volk sind die von den Ukrainern sogenannten Karpato-Ukrainer. Das sind die Ukrainer, die in Karpaten, das sind die Russen, die in Karpaten leben, im ukrainischen Karpaten vorwiegend. Und das ist sehr kleines Volk, geopolitisch in Anführungsstrichen irrelevant, ja, also nicht mitmachen, aber ich erwähne das nur zur Vollständigkeit. Es gibt also Ukrainer, Belarussen, Russländer und Russini, Karpato-Ukrainer. Russländer habe ich schon gesagt, also sehr wichtig, dass Sie wissen, dass es auch im Russischen eine selbstverständliche Unterscheidung zwischen Russländern und Russen gibt.